Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Next Space Rebels mit mir, dem Fuchsel. So, wir müssen hier immer noch das Auto bauen, was 20 Meter fahren soll. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was, wenn ich hier jetzt, sagen wir mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das komplette Ding zu löschen? Bleiben löschen, ja. Nehmen nicht Müll, sondern Spielsachen. Was ist, wenn wir das Teil hier verwenden? Umdrehen. Hier zum Ball reinsetzen. Dann bauen wir hier noch so einen hier hin. Ich habe jetzt vor, hier kein Auto mehr zu bauen, sondern eher eine Art Schlitten. Das ist mein Ziel hier, weil im Grunde genommen soll er ja am Ende nicht aussehen wie ein Auto. Sondern nur die Teile hier drin haben. So. Und unter dem Strich, wenn man es umdreht, ist ja ein Auto. Stimmt eigentlich. Ja, okay. Ich mache jetzt erstmal den Plan hier so wie... Obwohl, nee, jetzt machen wir gleich nochmal so. Warte mal. Dann haben wir hier ein Brückenteil einmal. Hier haben wir Brückenteil zweimal. Dann haben wir hier einmal Reifen. Hier haben wir nochmal einen Reifen. Dann haben wir hier den Klotz hier. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch drei Bauspielsachen. Bauen wir den hier einfach mal ein, so als Verbindung. Dann brauchen wir das Dachteil hier, wollte ich nochmal haben. Vorne so hin, dann dort noch der Teddybär. Hier so als Fahrer. So, jetzt hauen wir Booster rein, was geht. Mal hier den. Einmal hier den. Was toll ist gleich nochmal. So könnte es vielleicht besser laufen. Schauen wir mal. So, Feuer frei. Okay. Prinzip Frontantrieb normal. Starken hier hinten hin. Dann einen noch hier unten vielleicht hin und den letzten lassen wir einfach hinten dran. Kurz den Winkel anpassen, vielleicht bringt er das schon einen passenden Punkt. Nee. Okay. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Gut, jetzt machen wir den Schlitten nochmal. Mit dem bauen wir hier hinten hin. Kontakt gleich auf dem Boden. So, dann baue ich hier noch. Weil ich weiß, ob der gut ist. Eher so rum vielleicht. Hier so ein bisschen nach oben geneigt. Dann brauchen wir hier einmal den hier. Dann hier den Würfel hier. Dann nehmen wir uns das sind jetzt vier Teile. Boah, jetzt ein Karo-Stäbchen nur rein. Den hier noch so hin. So, jetzt können wir noch Booster rein. Ein Booster hier vorn. Zweite, eins dahinter. Probieren wir es mal so. Ich meine, die Mindestsachen haben wir erledigt. Jetzt haben wir hier so eine Art Schlitten gebaut. Ja, okay. Das ist die Reibung am Boden zu groß. Würde ich jetzt mal sagen.
Und so ist man als Flugauto haben. Das vielleicht so vor Springen tut. Wäre jetzt meine Idee, die nächste. Ja! Ja, okay. Nicht schlecht. 5 Meter waren wir. 5 Meter. So viel haben wir jetzt noch gar nicht geschafft. Was wäre, wenn wir einen Booster jetzt so reinbauen würden und den anderen so? Was würde dann passieren? Wahrscheinlich ist es beim Gleichgewicht mangeln. Ja, okay, der brennt halt nicht so lange. Die ganze Konstruktion ist einfach viel zu schwer. Weniger Kontaktfläche auf dem Boden brauchen wir. Drehen wir den mal ein bisschen stärker so. Jawohl, 20 Meter. Wir sind unter 10 geblieben. Ist zwar wahrscheinlich nicht die Komplettlösung, aber hat geklappt. Ja, ja, gut, ungewöhnliches Ding hier. Spielbauplätze, Zeit zum Spielen. Ja, das ist ein richtig cooles Bild, finde ich irgendwie. Okay, 0 Aufrufe. Kombination niedlich. 14.000 Aufrufe, 180 neue Abonnenten. Yay, Bronze! Okay, jetzt brauchen wir 1.000 für den nächsten. Cute as f**k. Einmal, wenn wir eine Rakete bauen und es landete auf dem Haus meiner Großeltern. Merci, Buzette, Video geniale. Ich habe ihr Video und tief geschätzt ihren Common Sinn und Safety erwähnen. Weil das ist echt passend. Raketen und Space-Programme sind auch Spielzeuge für reiche Menschen. Dann Grüße gehen raus an Elon Musk. Danke fürs Enabling Digital Activism by uploading cute videos that nobody wants to shut down. Danke, dass du das niedliche Videos hochgeladen hast, damit niemand wegschaut. Rip off Pixar Ball. harte Arbeit kann perfekt Love von Großen in Indien machen. Okay. Banco Feuerwerk. Hi, mein Name ist Joe und vertrete Banco. Mein Unternehmen stellt wunderschöne Feuerwerkskörper her. Ich habe ihr Video gesehen und fand es einfach unglaublich. Wären Sie dann interessiert, eine Rakete mit einem unserer einzigartigen Böller zu bauen? Klingt super. Hey, das erste gefällt mir. Hier ist der Böller. Kirschbombe. Wenn Sie jetzt eine coole Rakete daraus bauen würden, wäre das wirklich prima. Krypto-Tech-Kombination. Gute Arbeit, du hast eine Tech-Kombo erstellt. Ja, war ein tolles Gefühl. Ja, weil ich zwei passende Tags halt zusammengefügt habe. Bei deinem letzten Video, du hast eine Kombo aus mehreren Tags desselben Typs hergestellt. Jedes Tag unter mehrere Typen zugewiesen. Was bringt deine Kombo? Damit kannst du in Algorithmus dein Video leichter erkennen und dein Publikum bereitstellen. Und damit bekommst du mehr Aufrufe und Abonnenten. Insbesondere, wenn du 4 oder 5 Tags des gleichen Typs bekommst. Ich habe schon Leute gesehen, die Millionen von Aufrufen bekommen haben, nur weil sie die richtigen Kombos verwendet haben. Ja. Ich dachte immer, man muss nur einen interessanten Kombo machen. Vielleicht soll ich mich bei den Tags ein bisschen mehr anstrengen. Woher weiß ich, welche Tags für welche Kombo haben? Tja, das musst du einfach experimentieren. Probier verschiedene Tags in Kombination miteinander aus. Du kannst versuchen zu raten, welche Kombo sein könnte. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Zum Glück speichert StarTube, die du schon gefunden hast. So kannst du schon
sie einfach wiederverwerten, probiere sie mal mit Sex und kombinieren, die gleiche Combo ergeben können. Was für Kombos gibt's denn? Ein paar Beispiele. Lustig, cool, abgefahren, clever und so weiter. Ich kenne sie auch nicht alle, aber es wäre immer irgendeine Adjektive. Okay, verstanden. Je mehr Kombos du bekommst, desto besser steht dein Kanal da. Also nutze sie. Danke für die Tipps. Gerne. Ich freue mich immer, wenn ein StarTuber ihren Kanal helfen kann. Oh, ich habe da noch etwas, was ihr helfen könnte, Kombos zu bekommen. Tech Tracker. So. Und was ist das? Ein Virus. Eine kleine Marker-Mod, den ich geschrieben habe. Er fügt deinen Herausforderungsglockenmarker eine Tech-Tracker-Option hinzu. Probier es im Marker aus. Klicke einfach auf den neuen Schaltfläche auf den Zettel. Probier aus. Danke. Ah, okay, kommt nichts mehr. Dodgeball, der du Monster. Hey, sieh. Wir müssen uns unterhalten, der Fuchsel. Ich habe meine Kinder mit den bösartigen Raketenvideos vollkommen traumatisiert. Sie sind ein schlechter Einfluss auf StarTube und man sollte sie sperren. Jo, Schnuppelpapa. Tut mir leid. Ja, Entschuldigung, rein gar nichts. Ich fordere sie dazu auf, ihren Kanal zu löschen. Das werde ich nicht tun. Jetzt bin ich aber richtig wütend. Nicht mein Problem. Das wird noch ihr Problem, wenn ich sie sperren lasse. Ihr Erfolg. So. Glückwunsch, du hast Bronzerang. Du hast inzwischen eine beträchtliche Anzahl Follower eingesammelt. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Du bist nur einen Rang entfernt, um mit dem Creator-Programm von StarTube aufgenommen zu werden, in dem du einen Anteil der Werbeeinnahmen erhältst. Ja, nicht antworten, weil es gibt sowieso keine. Du brauchst 1000 Abonnenten, um Silber zu erreichen, also mach dich an die Arbeit und sammle fleißig Tabs. Okay, Chef. Das ist eine automatische Nachricht. Bitte kontaktieren Sie uns nur für Käufe und geschäftlichen Anfragen. Ich fand das Video genial. Ich habe eine wütende Nachricht von einem Papa bekommen. Er sagte, ich wäre ein schlechter Einfluss. Oh. Das belastet mich irgendwie. Er versucht, meinen Kanal aufzuhalten, aber ich lasse das nicht zu. Ignoriere ihn einfach. Weißt du, wie oft ich schon einen Streit im Internet hatte? Bestimmt 12 Mal. Tu einfach ignorieren solche Leute. Bringt ja nichts. Man kann nicht jeden glücklich machen. Das ist genauso wie bei Poli, wie in der Politik. Das ist nicht gerade oft. Ja, aber es fühlt sich schon oft an. Aber wen kümmert das schon? Das Internet. Hier kann jeder tun, was er will. Wenn Mamas und Papas glauben, dass deine Videos schlecht für ihre Kinder sind, dann sollten sie sie einfach nicht gucken lassen. Ja, würde ich auch sagen. Natürlich habe ich immer recht. Also, was machen wir in deinem nächsten Video? Ich will kegeln. Das macht so viel Spaß. Stell die Spielsachen in dein Zimmer auf und versuche sie alle umzustoßen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr zu tun. Neue Höhen, 450 Meter. Ha, Kirschbombe. Mach mal die Kirschbomben-Sache. Wie groß sind die eigentlich? Okay, über 25 Meter. So, dann braucht ihr eine Spritze. Muss ich noch irgendwie angeben, wann die explodiert, oder? Da ist doch mal ein Booster. Okay. Oder ein Feuer frei. Okay, die explodiert einfach irgendwann. Da fliegt sie. Und sehr schön. Explosion und Feuerwerk. Banco.
Kombination mega. 70 neue Abonnenten. Bisschen weniger als in der vorherigen Video. Super Torf, yeah, let's go. Awesome. Wenn ich sage, ich weiß, Pulver benötigen einen Raketenstoff für Kopp, meinen Freund Anruf zu tätigen. Ich teile das Video bereits. Das Video ist pretty awesome. Check it. Ich glaube, ich lese die Kommentare jetzt nicht mehr vor, weil es mir ein bisschen zu random, was die da quatschen. Das war spitze, das Team war begeistert. Ja, ich habe meinem Chef von ihnen erzählt und wir haben unsere Inspiration freien Lauf gelassen. Wie wäre es, wenn sie unsere verschiedenen Produkte testen würden? Wir haben ein breites Sortiment an unterschiedlichen Raketen im Angebot, die alle gleichmäßig schön sind. Das wäre super. Ah, kurzen Schluck trinken. Hervorragend, wissen Sie, was ich gerade denke? Mit Ihren Raketen können wir ein unglaubliches Feuerwerkspektakel schaffen. Das klingt toll. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können wir Ihnen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeiten bieten. Wir verfügen über verschiedene Zünder und Sensoren. Damit können Sie die Zündung der Feuerwerkskörper zeitig abstimmen. Hier ein Feuerwerkskörper, den ich persönlich sehr liebe. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie ihn verwenden würden. Feuerwerkskörper. Danke. Wenn Sie einen dieser Feuerwerkskörper in Ihren Konstruktionsansichten im Marker geöffnet haben, können Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, das die verschiedenen Daten zu Ihrem Teil enthält. Klicken Sie dort auf Bearbeiten, um das Timing der Feuerwerkskörper festzulegen. Ich möchte, dass Sie eine Rakete mit diesen Böller bauen. Konfigurieren Sie den Böller so, dass er gezündet wird, aber mit einer Sekunde Verzögerung. So entsteht eine gut getimte Feuerwerkshow. Ich dachte, Sie geben mir zum Spaß einen Knaller. Also, Sie haben doch Spaß dabei, oder? Oh, und vergessen Sie den Booster nicht. Die Explosion soll nämlich in der Luft sein. Lassen Sie mich auf Sie. So, Spielsachen, neue Höhen. Spielsachen Bowling. Sid Phillips hat mich gefragt, was ich denn jetzt aus den ganzen Spielsachen machen würde. Uns ist die tolle Idee gekommen, ein paar davon in mein Zimmer aufzustellen und versuchen, sie mit einer Rakete umzuwerfen. Ich baue mindestens 5 Teile auf den Spielzeugstapel oben. 5 Teile einbauen. Ich glaube, das muss auch mit einer horizontalen Bewegung wieder gehen. Okay, 5 Teile, jetzt haben wir 2. Dann schieben wir den hier hin. Oh, warte mal, ich schiebe den hier, und baue den hier unten hin. Dann habe ich nur an einer Stelle hier Reibung hier. So, auf der anderen Seite brauchen wir noch. So, jetzt haben wir 5 Teile. Und hier kommt auch nochmal so einer hin. Aber nämlich eine kleine Reibefläche. So. Den bauen wir hier hin und weil wir gerade los sind, können wir so einen Feuerwerkskörper einbauen. So, da muss ich jetzt hier mit Rechtsklick drauf. Und dann soll er nach einer Sekunde losgehen. Okay, bauen. Das hat genau beim Treffer dann das losgeht. Okay, erstens die andere Richtung. Beenden. Erstens die andere Richtung. Kann ich das Ganze irgendwie spiegeln? Ah. Es geht sogar. So,
So, erstens. Und dann brauchen wir noch den Booster passend. Nochmal einen zweiten. So, bauen. Und Feuer frei. So, nochmal von vorn. Dann setzen wir die Raketen ein bisschen tiefer an. Beziehungsweise können wir beide nach vorne tun. Wie hat das denn Unterschied gemacht? So. Ich möchte, dass das Ding da reinknallt und dann möchte ich, dass der in die Luft fliegt. Nochmal von vorne. Warum kippen die immer nach vorne? Ja gut, weil vorne mehr Gewicht ist. Machen wir es halt so. Den verstecken wir hier wieder rein. Schauen wir, dass er ein bisschen mehr Gewicht hinten. Und Feuer frei. Okay. Machen wir es mal wie beim Schwebeauto. Wir tun die jetzt einfach so ein bisschen nach unten drehen. Okay, das klappt nicht so ganz. Okay, wie kann man es machen? Gut, Spielsachen. Wer war den Zug hier? Die Karo steht schon, da wiegt ja nicht viel. Allein liegt schon, aber der hat halt passende Rollen. Ah, okay, Gewicht steht sogar dabei. Das ist noch besonders leicht irgendwie. Das ist ein leicht, 150. 100 Gramm. Ich halte noch an der Reibungsmethode fest. Jetzt habe ich hier Teile verbaut. 200 Gramm, 200 Gramm. Jetzt nehmen wir den Teddybären hier noch rein. Jetzt haben wir die 5 Teile. Dann brauchen wir wieder Booster. Unausgeglichen. Joa. So, und noch ein Feuerwerkskörper. Warum? Weil wir es können. So. Der Zug, der hat ja Rollen, also der müsste eigentlich theoretisch da jetzt easy durchkommen. Oh, Entschuldigung. Zurück zum Zeichentisch. Oh Gott. Ist das einfach nur zu schwer? So, nochmal das Ganze. Ja, okay, vielleicht sollten wir lieber erstmal eine andere Herausforderung machen. Wir brauchen einfach nur einen stärkeren Booster. So, angenommen, ich würde jetzt mal hier versuchen, Feuerwerk zu machen. Ja gut, das ist doch klar. Baue Kirschbombe ein. Nein. Okay. Erstmal brauchen wir den hier wieder. Dann brauchen wir hier die Röhre. Dann brauchen wir Boosterantrieb einmal. Dann brauchen wir die Feuerwerkskörper.
Kirschbombe soll über eine Höhe von 60 Metern. Warte mindestens eine Sekunde zwischen den Zündungen von Feuerwerkskörpern. Ah, okay, verstehe. Das heißt, erstmal muss der hier rein. Dann kommt der hier. Wir müssen die Röhre sogar noch ein bisschen verlängern. Aber die Chlorrolle macht es auch schon aus. Ja, hallo. Stabilität okay. Jetzt müssen wir den hier. Das eine Sekunde später losgehen. Das heißt bei 4. Können Flossen noch an die Seite dran machen. So. Probieren wir es einfach mal. So, Feuer frei. Okay, über 60 Metern. Scheiße. Okay, die hat die 60 Meter nicht erreicht. Na gut, okay, zurück zum Zeichentisch. Kann ich noch einen zweiten Booster hinbauen? Nö. Jetzt nö. Jetzt nö. Wenn ich die Klorolle rausmache, dann hätte es gehen. Halt hier nichts mehr Platz. Kann ich die Rakete nicht so als Verbindungsteil nehmen? Doch, geht. Ups. Ja, okay, es soll jetzt besser gehen. 1, 2. Perfekt. Wo ist die Rakete? Ja, wo ist sie denn? Kaputt. So, Video hochladen. Abgeschossener Bausatz. Abgeschlossener. Gepaart für das Erreichen einer Geschwindigkeit von 120 km/h. Das könnte noch zusammenpassen. Keine Ahnung. Okay, brachte nicht so viel. Okay. Wir haben ein Moped in eine Rakete verwandelt. Okay, gesagten Zeit. Ja, können wir uns noch angucken, auf jeden Fall. Guess who's back? It's me, Lena. And I'm Batman. Just kidding, it's me, Raymond Sunderman. Now, Lena, what inconceivable thing are we going to build today? Turn my bike into a rocket. Crikey, you're psychic. Great minds think alike. We're gonna take your bike, make lightning strike, and turn it into a rocket bike. Easier done than said. Yeah, in a way. Right, are you ready? Yes, I am. 3, 2, 1. Whoa! Oh, groovy bike. Groovy gear. Oh, let's get to it. Yes. Cool. Careful for the oil. Oh wait, I can do it with my finger. What's the next step? Oh my god, yes, that's brilliant, yes! Safety first. Here's the hair. Those are the dirtiest hands I've seen since the First World War. You need a screwdriver? Cross or a minus thing?
It's a lie. It's a lie. Good job. I'm so proud of you. I'm proud of us. Don't do this at home. Do it at home. All right. Welcome, ladies and gentlemen, to the world's first bike rocket. I mean, is this the world's first bike rocket, do you think? I don't know. I haven't done any research either. Let's just coin it. Ladies and gentlemen, welcome to the world's first bike rocket. All right, now, this is the final part. Come very close here. If you mess this up, it'll be the end of the world. Here we go. Final wire. I think we're going to launch it. Yes. You ready? Yes, I am. Oh, God. OK, be very careful. Be very careful, because this might blow any minute. OK, follow me. Follow me. OK, we've got this. We've got this. This is going to be so amazing. All right. Now, I'm a gentleman. My lady, would you be Thank so kind? You. Thank you, sir. Could you give me a countdown from five? Yes. Five. 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 Four. 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 Three. Two. One. Lift off. Oh my God. No. Oh, shit. So sad. Well. Did you get that? Did you get that? Aber viel hat er nicht drauf gehabt. Guess who's back? Nein, ich wollte hier wieder raus. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Untertitel dran. Vielleicht sollte ich die ersten Videos dann doch mal laufen lassen. Wäre vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal machen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das erstmal. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Next Space Rebels wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Warte mal, was ist das Blau hier? Das ist mir nämlich vorher aufgefallen, oder in der letzten Folge besser gesagt. Wenn wir hier unten irgendwas haben, wo so ein blauer Strich ist, dann ist da jemand, der mit uns quatschen will. Dann reden wir als nächstes erstmal mit ihm hier. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Also bis dann. Tschüss.